Wunderbar. Wir kommen zu einem Kandidaten, der hier heute Abend bei Ihnen 9 Stimmen bekommen hat. Deswegen nehme ich jetzt mal eine andere Sanduhr. Und das ist Benno Buchtschik. Hallo. So, jetzt muss ich mal umdrehen. Ich wurde in Olechnica bei Breslau geboren. Olechnica. Olechnica, danke. Auf Deutsch Öls. Öls, okay. Hieß bei seiner Geburt Bartosz Buchtschik. Genau. Und wie kamst du dann zu Benno? 81 sind wir nach Deutschland gekommen, nach Friedland. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Ich konnte kein Deutsch. Meine Eltern haben ziemlich schnell erkannt, ach, wir mussten uns ein bisschen anpassen. Bartosz, haben sie gedacht, wird hier vielleicht zur Hänseleien führen. Und dann saß am Nebentisch einer und dann haben sie gesagt, wie heißen Sie denn eigentlich? Und er sagte, Benno. Und dann sagten sie sich, BB, passt, machen wir. Okay. Und dann mit 11 Jahren hieß ich auf einmal Benno. Ist der adoptierte Name für dich okay? Ja, also er ist genauso selten oder genauso häufig wie in Polen selber. Ich finde ihn ganz nett. Viele denken, das wäre eine Abkürzung. Ja. Viele nennen die Hunde so. Manche nennen die Pferde so. Als du in dieses Auffanglager kamst, hast du 11 Jahre. Ne? Das ja. Klingt jetzt so ein bisschen so salopp, aber mit 11, ich meine, meiner ist jetzt gerade 10, also noch ein Jahr älter, da ist man schon, da versteht man die Welt und dann kommt man plötzlich aus Polen in dieses Auffanglager. War das lustig? Also den ersten Tag, also auf der Fahrt, habe ich gedacht, oh, ich komme ins Paradies. Hier fliegen die Smarties durch die Luft, man muss nicht arbeiten, ganz toll. Ich bin in den Laden gegangen, ich habe Coca-Cola-Dosen gesehen, ich habe Wurst gesehen, ich habe, ach, wir hatten in der Mangelwirtschaft gelebt. Und dann war es so, dass wir in einem Übergangswohnheim wohnen mussten, in einer Dreizimmerwohnung mit 3 Familien. Das war traurig, weil wir auch kein Geld gehabt haben. Ich konnte kein Deutsch, ich verstand niemand. Mein Vater konnte Deutsch, wir sind ja deutschstämmig. Tja, das war sehr traurig für mich. Wo du da mal überhaupt Freunde und Anschluss hattest, natürlich. Genau, ich bin dann noch auf ein Internat gegangen und dann ging es relativ steil bergauf. Bis auf hier, auf diese Bühne. Es gibt über dich noch viele interessante Sachen zu sagen, deswegen bin ich froh, dass wir noch ein bisschen hier stehen können. Du wolltest ursprünglich 12 Jahre zur Bundeswehr und hast dann aber doch Zivildienst gemacht. Also, das ist auch ein bisschen extrem. Ne? Ja, aber das kommt davon, wenn man Freunde hat, mit denen ein paar Mal nach Schweden fährt und irgendwann mal am Lagerfeuer sitzt, eine Zigarette dreht und sich über Gott und die Welt unterhält. Und beim ersten Mal Schweden bin ich zurückgekommen, habe gesagt, okay, keine 12 Jahre, dann nur normal zum Bund. Beim zweiten Mal Schweden, ein Jahr später, okay, ich mache Zivildienst. Okay. Ich habe mich überzeugen lassen. Wir werden nachher über dieses Konstanzer Modell zur Moralvermittlung, vielleicht ist da mit Schweden auch was zu machen, dass man so Schweden reisen oder so. Piratenpartei, vielleicht noch ein Wort. Mit der spielen sie irgendwie, sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht, so ein bisschen. Was ist an ihnen piratisch und was mögen die Piraten nicht so? An mir? Mhm. Ich bin nicht links genug. Nicht links? Sind die Piraten links? Okay, gut. Ach, langsam entwickeln sie sich so in diese Richtung und ich versuche immer so dagegen zu drücken. Ein rechter Pirat. Nein. Und was ist an ihnen piratisch? Ach, meine Freiheitsliebe, meine Bürgerbeteiligungsgedanken. Es ist nicht nur so einfach dahergesagt, ich denke, das kann man machen. Ich möchte jetzt hier nicht Politik erzählen, aber ich glaube, die Bürger dieser Stadt verdienen es, mehr gehört zu werden bei vielen Bauvorhaben oder Sachen, die hier so passiert sind. Ja, heute hatten wir Bürgerbeteiligung, insofern absolut ja. Piratiger Abend heute eigentlich, oder? Super. Ja. Ich habe auch schon Angebote bekommen. Ja. Ja.
Was wir auch noch drauf haben, ist Theater spielen. Gern, ja. Und ich fühle mich ganz wohl hier gerade. Ich liebe die Bühne. Da bleiben Sie noch einen kleinen Moment hier drauf, auch wenn die Sanduhr schon abgelaufen ist. Bei der Gelegenheit möchte ich nämlich noch was sagen. Er hat auch bei den Worten ein Gedicht gemacht. So, jetzt ist es so. Das hat mich ungefähr 3 Tage Arbeit gekostet, mit allen Kandidaten Worte aufgezeichnet und geschnitten. Ich habe dieses Spiel bei meinem Abend, machen Sie so viele Worte über sich, wie Sie alt sind. Ja, und das wollte ich heute vor der Show 2 bis 3 Mal für Sie laufen lassen, also Video mit Ton, und es hat leider aus technischen Gründen nicht geklappt. Da bin ich natürlich ein bisschen traurig, vor allem, weil die Worte teilweise sehr schön sind. Aber wenn die Kandidaten damit einverstanden sind, und der Pirat ja sowieso, können wir das auf bkmts.de, also wenn Sie auf meine Webseite gehen oder googeln Sie eigentlich Bücklein Musik-Talkshow, können Sie sich im Internet noch anschauen. Ich fand, es waren sehr originelle Sachen dabei und wir haben alle viel Arbeit damit gehabt und manchmal ist zu viel Technik dann einfach zu viel. So, jetzt habe ich genug geredet und es gibt noch einen kleinen Kunsttappen, habe ich gehört. Da bräuchte ich aber mein Büchlein dazu. Bitte, Büchlein. Der Bücklein bleibt zu lange hier. Büchlein kommt. Moment. Eine meiner Lieblingsbücher. Soll ich es halten? Nein, geht schon. Ich trete mal ab. Es ist von Heinz Erhardt. Ein sehr tiefgründiges Gedicht. Vielleicht treffen wir uns nachher draußen nochmal und reden nochmal darüber. 3 Bären. Ein Brombeer, froh und heiter, schlich durch einen Wald. Da traf es sich, dass er ganz unerwartet, wie's so kommt, auf einen Himbeer stieß. Der Himbeer rief vor Schrecken rot: Der grüne Stachelbär ist tot, am eigenen Stachel starb er eben. Ja, sprach der Brombeer, das soll's geben. Und trottete nun nicht mehr heiter weiter. Doch als den Toten er nach Stunden gesund und munter vorgefunden, kann man wohl zweifelsohne meinen, hier hat der andere Bär dem einen den Bären aufgebunden. Vielen Dank, Benno Buchkick!